Einen schönen guten Abend und willkommen zu unserem Stadtgespräch-Spezial. In der Reihe der Sommerinterviews hier bei München TV freue ich mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Natascha Kohnen. Sie ist Landesvorsitzende der Bayern-SPD, gleichzeitig stellvertretende Bundesvorsitzende. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Florian Ritter, Landtagsabgeordneter und gleichzeitig Chef der Oberbayern-SPD. Herzlich willkommen. Guten Abend. Ja, Frau Kohn, die Schülerinnen und Schüler in Bayern haben ihre Zeugnisse ja schon bekommen. Welches Zeugnis stellen Sie denn der Bayern-SPD aus? Oder muss man vielleicht das Jahr sogar wiederholen? Na, zumindest brauchen wir tatsächlich Zeit, um uns auch von diesem harten Ergebnis, was wir bekommen haben, uns nicht nur zu erholen, sondern sich auch daraus wieder aufzubauen. Und da ist aber die Bayern-SPD ja nicht alleine, sondern mit der SPD in Deutschland gemeinsam. Wir müssen uns aus diesem Tal herausarbeiten. Und ich habe auch nach der Landtagswahl gesagt, das wird echt Zeit in Anspruch nehmen. Und im Moment sind wir dabei, zwei zentrale Fragen auch zu klären als SPD. Das eine ist natürlich die des Vorsitzes. Und die zweite Frage, die wir jetzt im Herbst klären müssen, ist, wie gehen wir eigentlich mit der Großen Koalition um? Herr Ritter, was kann denn die Bayern-SPD machen, um sich zu befreien? Ja, also zuerst mal, glaube ich, ist Ehrlichkeit angesagt auf allen Ebenen. Das, glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben von den Wählerinnen und Wählern eine schlechte Note gekriegt letztes Jahr. Das sind ja die Leute, die die Noten vergeben am Ende. Das ist völlig klar. Und da, glaube ich, hilft es jetzt überhaupt nichts, dass man wieder anfängt, sich irgendwas vorzumachen. Wir haben ziemlich viel aufzuholen. Wir müssen ziemlich viele Dinge auch mal in Frage stellen, wie wir die letzten Jahre gearbeitet haben. Aber was für mich im Augenblick eigentlich ganz positiv auch ist, das ist, dass in den bevorstehenden Kommunalwahlen jetzt in den Ortsvereinen und in den Unterbezirken gerade mit wahnsinnig viel Energie und viel Leidenschaft daran gegangen wird. Wir haben jetzt schon eine ganze Reihe von Kandidatinnen und Kandidaten aufgestellt. Da sind viele Junge dabei und man merkt, die Leute wollen auch innerhalb der Partei eine Veränderung. Die wollen auch, dass wieder was vorwärts geht und nicht nur so eine Innenschau, so eine Nabelschau stattfindet, sondern dass die Partei auch insgesamt wieder nach außen gehen muss mit ihren Positionen. Das, glaube ich, wird auch ein ganz wichtiger Punkt sein. Aber viele stellen sich ja wirklich die Frage, wofür steht eigentlich diese SPD? Was ist das Thema der SPD in Bayern? Haben Sie das überhaupt? Ja, wir sind ja in den Landtagswahlkampf. Da habe ich ja auch gesagt, als ich gesagt habe, okay, ich mache die Spitzenkandidatin, habe ich gesagt, ich will eine Zuspitzung in den Themen. Und wir haben damals ja, für mich ist immer noch Thema Wohnen, bezahlbares Wohnen, dass du dir dein Dach über dem Kopf leisten kannst, für mich das Thema Nummer eins. Und hier wird uns auch sozusagen zugeordnet, dass man sagt, ja, das ist auch die Aufgabe der SPD. Und was für mich total interessant war im Laufe des Landtagswahlkampfes, hatte ja damals der Bundesinnenminister Seehofer letztes Jahr um die gleiche Zeit eigentlich die ganze Nation in Geiselhaft genommen, weil er immer permanent auf Flüchtlinge und Migranten losgegangen ist. Je härter, umso besser in den Augen der CSU. Und das hat damals alles überlagert. Und viele, auch Medienvertreter, haben zu mir gesagt, Frau Kohn, was wollen Sie denn mit dem Thema Wohnen? Und heute sehen wir, und das würde auch keiner mehr widersprechen, dass das Thema Wohnen wirklich ein Grundrecht ist und das ist in Not. Und deswegen haben wir zum Beispiel vor zwei Tagen jetzt das Volksbegehren Mietenstopp hier in München auf die Schiene gesetzt. Wir sind wild entschlossen, dass wir hier einen Stopp der Mieten hinkriegen, über 6 Jahre hinweg, damit wir in dieser Zeit tatsächlich bezahlbaren Wohnraum bauen können, weil erst dann kann der Mietmarkt und der Wohnungsmarkt überhaupt wieder atmen. Wir brauchen im Prinzip eine Atempause, wo wir dann wirklich nachschaffen müssen, die Flächen zum Wohnen. Und dann kann man das in meinen Augen wieder in den Griff kriegen. Das ist ja nicht nur in München so, es ist Regensburg, Aschaffenburg, Augsburg, egal wo man hinkommt und deutschlandweit natürlich auch. Dann haben Sie mir schon das richtige Stichwort gerade gegeben, Volksbegehren, Stopp der Mieten. Herr Ritter, wie muss ich mir das denn jetzt tatsächlich vorstellen? Für neue Wohnungen gilt es dann ja quasi gar nicht. Ja, also gekoppelt ist das Ganze ja an die Gebiete, in denen Wohnungsnot herrscht. Also es ist speziell auch auf diese Gebiete ausgerichtet. Es soll am Ende ein Mietenstopp sein für die Neuvermietungen, der bei 80% der
Vergleichsmiete liegen soll, höher darf nicht vermietet werden. Und wir haben natürlich durchaus ein Problem bei der Bundesgesetzgebung, wo noch dringend nachgeschärft werden muss, damit das wirklich auch ausgedehnt werden kann auf Neuvermietungen, also Wohnungen, die neu erstellt worden sind und dann vermietet werden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da müsste auf der Bundesebene auch noch mal nachjustiert werden. Aber hier für den bestehenden Wohnungsbestand ist es ein ganz wichtiges Instrument, das uns weiterhelfen kann. Und wenn ich dafür noch ergänzen darf, weil das extrem wichtig ist, wir dürfen mit dem Mietenstopp nicht diejenigen bestrafen, die eigentlich soziale Mieten verlangen. Und deswegen sagen wir, wenn du bis zu 80% der Vergleichsmieten, das heißt, was so um dich rum verlangt wird, wenn du, da ist dann der Stopp, damit wir diejenigen, die sowieso schon günstig vermieten, nicht sagen, so, und jetzt sägen wir euch auch noch oben ab. Das klappt nicht. Aber dieser Mietenstopp, der bringt doch keine Wohnung mehr letztendlich. Also kann ich, ist es nicht der Erfolg, dass es heißt bauen, bauen, bauen? Ja, aber wenn sie, es ist, man könnte auch sagen, wir lassen das alles und bauen, 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 wie die Irren. Das hält aber niemanden ab, weil im Moment der Mietmarkt und der Wohnungsmarkt generell ein Finanzmarkt geworden ist. Die Leute wollen zum großen Teil einfach Cash machen, Rendite machen. Und das heißt, in der Zeit würde sich die Spirale der Mieten immer weiter drehen. Und das geht nicht mehr. Und ich glaube, das wissen wir auch in München alle, warum. Da brauchen wir uns nämlich nur andere Städte angucken, wie zum Beispiel Paris. Da hat es die Gesellschaft schon auseinandergezogen. Das heißt, die, die sich noch leisten können, die oberen 10.000, die wohnen noch in den Städten und die anderen werden verdrängt. Und damit kriegen sie im Prinzip keine Durchmischung der Gesellschaft mehr hin. Und das kann ja niemand wollen. Der Freistaat fördert die neuen Wohnungen mit 1,7 Milliarden Euro pro Jahr. Ist doch eine Menge Geld, oder? Sie meinen über die Wohnbaugesellschaft? Ja. Ja, sagen wir mal so, die Wohnbaugesellschaft halte ich für ein relatives Fehlkonstrukt, wo, so wie sie gemacht ist. Ich sage Ihnen auch warum, weil die in dieselben Fördertöpfe hineingreifen wie die kommunalen Wohnbaugesellschaften oder die Genossenschaften. Die machen aber bezahlbaren Wohnraum. Und ehrlich gesagt, wenn sich ein Staat entscheidet, auch etwas zu machen, dann soll er sich bitteschön aus dem sozusagen Sektor raushalten, wo andere schon mühsam versuchen, was rauszuholen. Dann soll der Ministerpräsident dann sagen, ich gebe extra Geld, um zu bauen. Aber dass andere Töpfe jetzt angegriffen werden, wo schon bezahlbare Wohnungen geschaffen werden, finde ich nicht wahnsinnig geschickt. Also mit Sicherheit ist das viel Geld. Das ist überhaupt nicht die Frage. Der Punkt ist aber auch, dass wir in Bayern wahnsinnig viel aufzuholen haben. Also in den letzten 15, 20 Jahren hat sich die Zahl der Sozialwohnungen in Bayern halbiert. Ja, und das ist eine Entwicklung gewesen, die ja mit zu dieser Dramatik beigetragen hat. Wenn jetzt viel Geld in die Hand genommen wird, dann ist es richtig. Es könnte mehr sein, das muss man dazu auch sehen, weil da tatsächlich der Druck aller Orten ist, um diese Abgrenzung, die die Frau Kuhnin gerade genannt hat, dass also wirklich die kommunale Wohnbauförderung und nicht belastet werden darf, wenn die staatliche Wohnungsbaugesellschaft baut. Das kann natürlich nicht sein. Abgesehen davon hat ja Söder, als er Finanzminister war, die sogenannten GBW-Wohnungen, staatliche Wohnungen, ja einfach schlichtweg verkauft, auf den Markt geschmissen. Und diese 33.000 Wohnungen, da braucht er ca. 25 Jahre, bis er das wieder gut gemacht hat. Also das ist das, was du als Erblast bezeichnest. Kommen wir noch mal zu dem Volksbegehren. Die Staatsregierung ist ja skeptisch, was das die Gesetzgebungskompetenz betrifft. Sind Sie sicher, dass Sie wirklich damit durchkommen? Wir haben gestaunt, bevor der Gesetzestext von uns überhaupt vorliegt, dass die Staatsregierung schon schreit, oh nee, geht gar nicht. Also ich würde sagen, da soll die Staatsregierung einmal durchatmen, unseren Gesetzestext dann sich ansehen und dann wird erwartbar wahrscheinlich erstmal Skepsis da sein, die dann unter Umständen gerichtlich geklärt werden muss. Aber wir haben uns ja auch zwei Verfassungsrechtler zur Seite geholt, die sich sagen, gute Chancen, dass das durchgeht. Und ich finde alleine, und das werden Sie sehen, das Signal, wie viele Menschen sich diesem Volksbegehren anschließen werden, das sehen wir ja auch schon beim Zulauf jetzt der Bündnispartner, das wird eine Schlagkraft entwickeln. Sie haben auch ein anderes Volksbegehren gestartet, das Pflegevolksbegehren. Damit sind Sie aber ziemlich gescheitert. Ja, das war ein bisschen bitter, muss ich ganz ehrlich sagen, weil jetzt die Situation der Pflegekräfte so bleibt, wie sie ist. Wir hatten ja gehofft, dass wir mehr Pflegekräfte dadurch sozusagen auch an Land ziehen können. Da war die Beurteilung jetzt so, dass das bereits durch ein Gesetz, was im Frühjahr auf Bundesebene eingerichtet wurde, dass das damit bereits sozusagen in Angriff genommen wurde. Wir bedauern das sehr. Jetzt werden wir natürlich wieder parlamentarisch rangehen und ordentlich
Zunder geben, was Pflegekräfte und deren Arbeitsbedingungen betrifft. Aber vor allen Dingen, wir rollen auf einen Pflegenotstand zu. Anderer Punkt beispielsweise sind die Pflegestützpunkte, wo sich Angehörige oder zu Pflegende eben Informationen holen können. Da sagen wir seit Jahren, bitte flächendeckend in Bayern, bis heute noch nicht. Herr Ritter, wie geht es jetzt weiter mit dem Volksbegehren Mietenstopp? Wie ist der weitere Verlauf, Zeitplan? Naja, also jetzt werden erstmal die Unterschriften gesammelt. Es gibt jetzt eine Möglichkeit, in freier Form Unterschriften zu sammeln. Da müssen wir etwas über 43.000 Unterschriften zusammenkriegen. Und mit diesen Unterschriften würde das dann in eine zweite Phase gehen, wo dann nochmal Unterschriften, zwar dann diesmal in den Rathäusern, gesammelt werden. Da müssen wir ein Quorum erreichen von knapp 1 Million Unterstützerinnen und Unterstützern. Und wenn das erfolgreich ist, und davon gehen wir im Augenblick aus, dann würde es dem Bayerischen Landtag vorgelegt werden. Beim Thema Wohnen, Mieten sind wir eigentlich schon beim Kommunalwahlkampf angekommen. Das wird eine spannende Partie im kommenden März. 11,4% hat die SPD bei der Europawahl geholt. Wie ängstlich ist man vor dieser Wahl bei der SPD? Also ich suche natürlich jetzt im Moment hauptsächlich den Kontakt und will herausfinden, wie fühlen sich auch unsere Kommunalen angesichts dieser Zahlen. Aber die sind tatsächlich guter Dinge, weil sie sagen, das ist entkoppelt. Das zeigt auch die Erfahrung der letzten Jahrzehnte, dass immer Europawahlen beispielsweise, aber auch Landtags- und Bundestagswahlen ganz anders in den Ergebnissen sich darstellen als die Kommunalwahlen. Und für mich war es jetzt aber wirklich spannend zu gucken, wie hat sich denn die Europawahl und die Kommunalwahl, die waren beide auf einem Tag in Rheinland-Pfalz, entwickelt. Und in Rheinland-Pfalz hat sich gezeigt, dass die Städte ganz andere Ergebnisse hatten. Zum Beispiel von der SPD waren unglaublich erfolgreiche Kommunalpolitiker. Und bei der Europawahl war das Ergebnis nicht so doll. Das heißt, es hat wirklich eine Absetzbewegung gegeben. Und insofern sind unsere Leute schon wild entschlossen. Spannend ist auf jeden Fall, dass es Dieter Reiter mit zwei Frauen zu tun bekommt, mit Katrin Habenstein und mit Christina Frank. Wie sehen Sie dieses Duell der drei? Also ich bin Landkreis München, aber natürlich hier aufgewachsen. Jetzt kommt die Frage gleich an dich sozusagen. Aber ich muss ganz echt sagen, ich habe weder Frau Habenschaden noch Frau Franke je vorher wirklich wahrgenommen. Sind zwei neue. Insofern für mich jetzt, sage ich mal, ist wahrscheinlich das Hauptproblem, dass sie überhaupt Bekanntheit erreichen. Und, aber interessant ist es doch allemal. Herr Ritter, was sagen Sie? Wie schwierig wird das für den OP? Also ich glaube, dass der OB mit ziemlich viel Selbstbewusstsein in die Auseinandersetzung gehen kann. Die Frau Kuhnen hat schon gesagt, die beiden Kandidatinnen haben ein Bekanntheitsproblem. Das hat Dieter Reiter mit Sicherheit nicht. Dieter Reiter ist auch persönlich ausgesprochen beliebt in der Stadt. Das merkt man immer wieder. Also es ist natürlich immer spannend in der Kommunalwahl. Das ist völlig klar. Die Zeiten, dass Oberbürgermeister einfach mal so trotz Gegenkandidaturen mit 80%, 70% durchlaufen. Die sind mittlerweile überall vorbei. Aber ich glaube, er kann damit sehr viel Selbstbewusstsein in die Auseinandersetzung gehen. Ein riesiges Wahlkampfthema wird auf jeden Fall der Verkehr sein. Wie kriegen wir das in München in den Griff? Frage an beide. Also ich glaube, dass wir in München tatsächlich auf ganz, ganz unterschiedliche Bereiche setzen müssen. Mit jedem Auto, das Sie zusätzlich in die Stadt setzen, kriegen Sie nicht mehr Mobilität, sondern eigentlich mehr Stillstand. Das heißt, die Lösungen müssen woanders gesucht werden. Wir brauchen nach wie vor einen massiven Ausbau des ÖPNV. Und zwar wirklich alle Bereiche. Wir hatten ja früher immer diese Auseinandersetzungen, wo es hieß, sollen wir jetzt lieber eine U-Bahn bauen oder lieber eine Trambahn oder vielleicht doch lieber eine Buslinie. Ich glaube, dass wir alles brauchen. Also wir müssen alles in dem größeren Stil ausbauen, als das jetzt die letzten 10, 20 Jahre der Fall gewesen ist. Die Stadt München hat da schon Entscheidungen gefällt für zwei U-Bahn-Linien, die jetzt konkret... Dauert aber lange. Dauert, ist völlig richtig, aber muss natürlich trotzdem gemacht werden, auch wenn es dauert. Was ich mir versprechen würde, das wäre eine deutlich bessere Förderung vom Bund, gerade was den U-Bahn-Bau betrifft, weil das kann die Stadt München nicht alleine stemmen, obwohl sie jetzt schon bei der U5 in Vorleistung geht. Das wird nicht funktionieren. Und wir müssen noch mal andere
Bereiche mit reinholen, wie beispielsweise Fahrradverkehr. Aber das Backbone, also das Rückgrat des Verkehrs in München, kann nur öffentlicher Nahverkehr sein. Man hat im Moment das Gefühl, so in München, Fahrrad ist jetzt die Nummer eins. Man hat Beispiel Fraunhofer Straße, hat man gesehen, dass SPD und Grüne sich da auch sehr einig waren, da einen Fahrradweg jetzt zu installieren. 120 Parkplätze fallen da weg. Gibt es da auch so eine neue alte Liebe, die da jetzt neu aufflammt bei SPD und Grünen im Rathaus? Ich glaube, es ist eher die Liebe zum Fahrrad, die aufblüht. Also ich komme ja aus dem Landkreis München, Neubiberg, und wir haben in unserem Landkreis ja auch parteiübergreifend besprochen, dass wir auch Radschnellwege in die Stadt hinein wollen. Warum? Weil das Problem, was Florian Ritter beschrieben hat, dass alles erstens mal überfüllt ist. Bei uns draußen kann man davon ausgehen, die S-Bahn kommt meistens nie pünktlich. Das ist super nervig, beziehungsweise die Park-and-Ride-Parkplätze sind dann schon besetzt, wenn du hinkommst und. Man muss den öffentlichen Personennahverkehr, Tram, S-Bahn und so weiter, so attraktiv machen, dass die Leute umsteigen. Und was da jetzt dazu kommt zum Beispiel, sind die Sharing-Räder. Das heißt, du kannst ja einfach schnell auch mal ein Fahrrad mieten. Jetzt kommen noch die Tretroller dazu. Also ich glaube, es ist ein wir müssen einfach viel, viel kreativer werden. Und was mich schon auch sehr stark anspricht beispielsweise, ist, wie kommen denn eigentlich die Busse in dieser Stadt vorwärts? Die stecken ja auch immer im Stau. Und da hat ja Dieter Reiter, finde ich, einen extrem guten Vorschlag gemacht, der auch in anderen Städten ja schon da ist, auch getestet ist, dass man eben sagt, Expressbuslinien, die Busse müssen durchfahren dürfen. Es gibt ja auch, man kann auch über den Teich springen in anderen Staaten, in dem Fall in den USA, die im Moment nicht so positiv sind. Aber man kann sich da zum Beispiel auch einiges angucken. Es gibt da Autobahnen, wo du zu viert im Auto sitzen musst. Dann kannst du die schnelle Spur nehmen. Und wenn du allein drin hockst, dann hockst du halt im Stau. Also wir müssen auch tatsächlich Attraktivität und auch ein Bewusstsein schaffen bei vielen Menschen. Das, glaube ich, ist so wichtig. Gut, wenn wir die Attraktivität des ÖPNV steigern und immer mehr umsteigen, was ja auch der Wunsch ist, dann haben wir natürlich das Problem, dass es noch voller wird überall. Wenn man jetzt mal in der Früh sich anschaut, am Hauptbahnhof, da kommt eine U-Bahn, da kann man gar nicht mehr einsteigen, weil sie eh schon überfüllt ist. Auch das wird dann ein Problem. Umso mehr Leute umsteigen, umso voller wird es. Klar, aber das ist das ja, was Florian Ritter ja schon erläutert hat, sozusagen Ausbau der U-Bahnen, andere Strecken entwickeln. Im Landkreis ist es zum Beispiel so, dass du eigentlich in die Stadt hineinfahren musst, um wieder rauszufahren, wenn du nur im Nachbarort arbeitest. Das heißt, wir werden um München herum auch Tangentialverbindungen brauchen. Dann haben sie die Leute, die zum Teil in den Hauptbahnhof reinfahren müssen, wie wir aus dem Landkreis, die haben sie dann nicht mehr. Und ich denke eben, man kann auch nicht mehr in Stadtgrenzen denken, sondern man muss in Regionen denken. Und das führt mich zu einem anderen Gedanken, glaube ich, den wir auf der Landesebene endlich mal voranbringen müssen, nicht nur jetzt als SPD, sondern auch vor allen Dingen die Regierungsparteien, ist die Entwicklung der ländlichen Räume. Wenn du da schnelles Internet hast, wenn du dort gute Taktverbindungen hast, gehen Unternehmen nicht nur in die Städte, sondern auch raus aufs Land. Und dann hast du eben nicht mehr dieses Ungleichgewicht, weil im Moment rutschen ja alle Unternehmen in die Städte, die Top-Bedingungen bieten, wie eigentlich München. Dadurch geht hier die Preisspirale hoch und in den ländlichen Regionen immer weniger Menschen. Und hier muss einfach wieder eine Ebene hergestellt werden. Und dann verteilt sich das auch wieder in Bayern. Ich möchte ganz gern trotzdem noch mal kurz zurück zum Auto. Also Sie haben ja auch gerade den Radeschnellweg angesprochen. Einer ist ja geplant, bis in den Münchner Norden über die Leopoldstraße. Auch da das Gleiche, Parkplätze weg, Radelweg kommt. Trotzdem, wir brauchen in München ja auch noch die Autos, oder nicht, Herr Ritter? Ja gut, es wird natürlich immer auch Autoverkehr geben. Also es ist überhaupt, man muss nicht so tun, als wenn man den jetzt für die gesamte Stadt abschaffen könnte. Aber man kann natürlich attraktive Angebote machen. Und das Fahrrad, und wenn Sie schauen, wie viele Leute jeden Tag in München mit dem Fahrrad unterwegs sind, das wurde einfach die letzten Jahre auch völlig unterschätzt. Was für eine Bedeutung das innerhalb eines Verkehrsverbundes wie München haben kann. Es gibt ganz viele Leute, die auch diese Sharing-Modelle nutzen, bei den Rädern, bei den Rollern. Und da brauchen sie natürlich auch Raum, der geschaffen werden muss. Und wir haben in München natürlich das Problem, sie können nicht einfach eine Häuserzeile abreißen und einfach die Straße breiter machen, sondern sie müssen mit dem Raum arbeiten, der da ist. Da gibt es Konkurrenzen, das ist auch nicht immer so ganz einfach, diese Diskussion zu führen, aber man muss sie am Ende führen, sonst wird es überhaupt nicht weitergehen. Und weil Sie es vorher angeschnitten haben, dass natürlich je mehr Leute in die öffentlichen Verkehrsmittel einsteigen, umso voller wird es. Wir haben es früher immer so gemacht, und das ist im Übrigen auch ein Ergebnis
der Bezuschussungsgesetzgebung auf der Bundesebene. Wenn eine U-Bahn gebaut worden ist, dann ist die Trambahn oder die Buslinie, die vorher dieselbe Strecke abgefahren hat, eingestellt worden. Ja, wir werden schon auch mal darüber diskutieren müssen, ob es nicht zukünftig dann auch so sein muss, dass wir da parallele Angebote haben, die sozusagen auf unterschiedlichen Ebenen der Stadt dann stattfinden. Das wäre eine Debatte, die mit Sicherheit auch kommen wird. Letzte Frage zu dem Thema. Ist dann so ein 365-Tage-Ticket überhaupt eine gute Idee, das einzuführen? Naja, wir haben als SPD erstmal gesagt, bevor wir jetzt allgemein anfangen, 365-Euro-Ticket, ja, aber wir müssen erstmal überlegen, wer braucht es denn am notwendigsten? Und jetzt nehmen wir mal die Wohnpreise in München. Viele Auszubildende und Studierende müssen weit wegziehen oder gar dort wohnen bleiben, wo sie herkommen, und pendeln hinein. Und nachdem wir als SPD klar sagen, dass Bildung ist unser einziger Rohstoff, und der muss kostenfrei sein, damit wirklich die jungen Leute ihre beste Bildung bekommen. Deswegen sagen wir als allererstes ein Auszubildenden-Ticket, ein Studierenden-Ticket. Ja, und dann müssen sie aber auch die Menschen hinzunehmen, die einfach, damit sie am Leben noch teilhaben können, und das sind halt viele Ältere, die sich, wenn sie sich ein Ticket nicht leisten können, ein Seniorenticket, Sozialticket auch. Also wir sagen, du musst schon erstmal nachdenken, wer kann sich's leisten und wer kann sich's nicht leisten. Und was wollen wir als Staat tatsächlich von Haus aus zur Verfügung stellen? Und da ist für mich Bildung Nummer eins. Ich danke Ihnen erstmal bis hierhin. Gleich wollen wir uns noch über das Thema Klimaschutz unterhalten und natürlich auch über den Zustand der GroKo. Wir machen eine ganz kurze Unterbrechung, sind gleich wieder da. Willkommen zurück zum Stadtgespräch-Spezial, zum Sommerinterview mit Natascha Kohnen und Florian Ritter von der SPD. Ein ganz großes Thema ist momentan der Klimaschutz. Gestern hat das Kabinett dazu getagt. Bayern soll das erste klimaneutrale Bundesland werden. Was sagen Sie, Frau Kohnen? Also ganz ehrlich, also das geht mir immer ein bisschen auf den Wecker, weil das immer so aufblasbare Sprüche sind. Weil ich sage immer über Herrn Söder, wenn er zum Beispiel andere Regionen zurechtweist in Deutschland, die alles schlechter machen als Bayern, dann muss er einfach mal in sein eigenes Bundesland schauen. Warum bin ich so verärgert? Weil er hat es in den letzten Jahren mit seiner Regierung und da auch noch unter der Regierung Seehofer geschafft, dass die Windkraft in Bayern auf dem Boden liegt. Null. Wir haben eigentlich so gut wie keinen Ausbau mehr. Und wenn wir eine echte Energiewende und damit auch eine Klimawende hinkriegen wollen, hin zu den Erneuerbaren, dann ist das ein Riesenbaustein, den Sie kaputt gemacht haben durch diese sogenannte 10H-Regel. Vielleicht erklären Sie das nochmal den Zuschauern. Ja, also wenn ein Windrad 200 Meter hoch ist, mal 10, muss es 2 Kilometer von Bebauung weg sein. Früher hatten wir 800 Meter bis 1000 Meter. Es gab damals auch nie Beschwerden, aber es kam dann kleine Vereine, die gesagt haben, nee, so geht das nicht, weil das optisch nicht schön sei. Und dann sage ich immer, redet mal mit der jungen Generation. Die haben ein völlig unverkrampftes Verhältnis zu Windrädern. Und dann reden wir mit den Menschen, wo die Atomkraftwerke sind, und die sagen, bitte nie wieder Atomkraft. Wenn wir aber Atomkraftausstieg, das ist das A und O, A bis Z eigentlich. Das war das Wichtigste überhaupt, auch dass wir das hinkriegen nach Fukushima. Und damals kam dann die Windkraft hoch. Alle waren einverstanden. Und im Landtagswahlkampf 2013 hat eben Seehofer damals das alles platt gemacht mit seiner 10H-Regel. Und jetzt ist es so weit, dass wir tatsächlich nicht wissen, wie soll denn die Energiewende hin zu den Erneuerbaren in Bayern denn wirklich funktionieren. Und auf der anderen Seite hat die CSU ja auch immer geschrien, wir brauchen keine Stromtrassen. Also immer nur zu schreien, was nicht geht in der Energiewende, funktioniert nicht. Und funktioniert dann besonders nicht, wenn Söder sich heute hinstellt und sagt, hey, guckt uns mal an, und schnalzt mit den Hosenträgern und sagt, boah, wir sind die Größten und die Besten. Nee, Leute, lasst uns mal ehrlich sein. Florian Ritter hat ja auch am Anfang gesagt, zur Politik gehört Ehrlichkeit. 100 neue Windräder sind geplant in den Staatsforsten. Anfang, oder? Ich bitte Sie, also wie wir 2011 gesagt haben, wir bauen die Windkraft aus, sollte das insgesamt weit über 1500 Windräder über ganz Bayern hinweg, Oberbayern, egal welche Bezirke. Und jetzt sind wir im Prinzip gelandet, bums, im Hintern und sagen, oh, 100 ist aber toll und so weiter. So funktioniert das nicht, wenn man die Energiewende wirklich zügig hinkriegen will. Bayern ist doch gar kein Windland. Naja, natürlich ist es dort. Es gibt ja die Kommunen wurden ja nach Fukushima, sind die Kommunen mit einer Kraft rangegangen an die an den Ausbau der Windkraft. Das war enorm. Es waren unglaublich viele Planungen. Und dadurch, dass die Regierung dann gesagt hat, also nee, wir wollen das dann nicht mehr,
Kommunen, ihr könnt schon weitermachen, aber wir bei der Regierung sagen nee. Dann haben die Kommunalen auch gesagt, ja, spinnt ihr denn? Erst sagt ihr, wir sollen, dann sagt ihr, wir sollen nicht. Und dann sagen die Kommunen zu Recht, wir haben echt auch noch andere Dinge zu regeln als eure Streitigkeiten, die ihr da über die Windkraft habt, dass das auf unserem Rücken ausgetragen wird. Ja, Ritter, was ist notwendig, damit es klappt mit dem Klimaschutz? Ja, also Windkraftausbau ist das eine Thema. Ganz wichtiges Thema ist meines Erachtens, da haben wir vorher in Bezug auf München schon drüber geredet, Verkehr. Wir brauchen natürlich auch eine Verkehrswende, die dazu beiträgt, dass CO2-Ausstoß massiv nach unten geht. Das heißt, mehr öffentlicher Nahverkehr, mehr andere Fortbewegungsformen und nicht nur die Verbrenner. Ja, da müssen wir weg davon. Das ist, wie gesagt, Verkehr ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und natürlich auch tatsächlich die Vielfalt der Erzeugung, aber auch der Transport des Stroms ist natürlich notwendig, der da erzeugt wird. Also wenn Sie jetzt in Oberbayern beispielsweise mal nach Mühldorf schauen, Burghausen-Mühldorf, das ist das Chemiedreieck, das ist eine wahnsinnig Energie, also eine Industrie mit einem wahnsinnig hohen Energiebedarf. Da müssen Sie Energie hinbringen und die muss ja irgendwo herkommen. Und auch da gibt es natürlich das Problem, dass die bayerische Staatsregierung die letzten Jahre so getan hat, als wenn man eine Industrieregion mit Energie versorgen könnte, ohne die Wege für die Energie dahin zu bauen. Das ist so ein weiterer Punkt, der zum Thema gehört, nicht gemachte Hausaufgaben von Herrn Söder und Konsorten. Ein Punkt ist ja auch Plastik. Hand aufs Herz, wann haben Sie zum letzten Mal im Supermarkt zur Plastiktüte gegriffen? Ich, und das kann ich auch nur jedem Ihnen, dem Zuschauer, empfehlen, ich habe einen Vortrag gehört von einem Biologen, Herrn Professor Schrödel, ein toller Typ hier von der LMU, beziehungsweise von der Zoologischen Staatssammlung, der ist eigentlich Schneckenforscher. Und der hat dann eben aber auch nochmal erklärt, was Artenvielfalt bedeutet und hat uns dann als Publikum zuletzt empfohlen, machen Sie mal Ihren eigenen ökologischen Fußabdruck, www.fußabdruck.de. Und da, wenn man das macht, sind nur 13 Fragen, dann weiß man selber, was man umstellen muss. Ich habe das gemacht mit meiner Familie zusammen, das ist ganz wesentlich. Sie wohnen unter einem Dach und da seitdem sozusagen versuchen wir Plastikvermeidung. Es gibt ja auch schon verschiedene Supermärkte, wo das jetzt forciert wird. Also das kann man. Es gibt aber noch andere Möglichkeiten und die will ich auch demnächst zur Diskussion stellen. Wenn die Industrie Verpackung produziert, kann man da eigentlich hineingehen und sagen, wir machen nicht mehr den klassischen Plastik, Polyethylen und so weiter, sondern Zellophan. Zellophan besteht aus Glukose, aus Stärke, ist kompostierbar. Also da wird auch von unserer Seite jetzt dann ein Vorschlag kommen, wie man auch die Industrie dazu verpflichten kann, andere Methoden anzuwenden, weil es macht ja einfach keinen Sinn. Du kaufst Fleisch, was 5 Tage hält und hast eine fette Plastikverpackung drumherum. Das macht vorne und hinten keinen Sinn mehr. Aber das eigene Bewusstsein erstmal einen eigenen Fußabdruck angucken und auch seine eigenen Verhaltensweisen ändern. Herr Ritter, der Söder will Plastiktütenverbot durchsetzen im Bund. Kann man machen. Ist kein Thema. Ich meine, im Übrigen gibt es ja auf der europäischen Ebene diese Initiative. Das hoffe ich dann mal, dass die CSU auf der europäischen Ebene das dann auch tapfer mit unterstützt. Also ich denke schon, dass Verbote für bestimmte Dinge notwendig sein können. Plastiktütenverbot wäre dafür eins. Aber man braucht natürlich auch Alternativen. Und ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass es in vielen Bereichen diese Alternativen noch nicht gibt. Und da muss man dann auch zum Teil mit Forschung einsteigen. Das wäre so ein zweiter Schritt, der dann kommt. Ein wichtiges Thema zum Klima ist natürlich auch das Fliegen, gerade auch innerhalb Deutschlands. Frau Kohn, wie oft fliegen Sie nach Berlin? Auch das habe ich nach www.fußabdruck verändert, sozusagen. Ja, Zug, das Problem ist tatsächlich, und das muss man sich auch angucken, es muss ja auch für alle bezahlbar sein. Und wenn man sich eben die Flugtickets anguckt, dort gibt es keine Mehrwertsteuer und bei den Bahntickets schon. Und daher die Forderung, die ja eigentlich auch schon im April kam von der Bundesseite her, hier übrigens auch vom CSU-Verkehrsminister, der ganz groß angekündigt hat, jetzt wird die Mehrwertsteuer bei den Bahntickets gesenkt, bis jetzt haben wir nichts mehr gehört. Der soll jetzt einfach mal in die Gänge kommen und machen. Ja, und bei den Flugzeugen ist es tatsächlich auch so, da muss die Steuer hoch, damit es auch eine Vergleichbarkeit kriegt, beziehungsweise Kerosinbesteuerung.
sagen wir als SPD schon verdammt lange, da muss die Kerosinbesteuerung erfolgen. Aber am Ende muss tatsächlich das auf der Schiene so bezahlbar sein, dass Menschen eben sich das auch wirklich leisten können. Was wir nicht reinbringen dürfen, dass wir immer sagen, hey, kommt, wir verändern jetzt alles und verbieten alles. Und dann sind diejenigen, die sozial schwächer dran sind, können nicht mehr sozusagen die Fortbewegungsmittel nutzen. Das darf uns nicht passieren. Das heißt, auch hier immer wieder die soziale Staffelung hineinbringen. Kommen wir mal auf Berlin zu sprechen, auf die Große Koalition. Ich zitiere jetzt mal Markus Söder, der da sagt, die SPD kommt mir wie eine Partei vor, die jede Ausfahrt verpasst und immer weiter auf eine Wand zufährt. Kann ich jetzt, wenn ich ein wenig reflektiere, wie sich die CSU, allen voran der Bundesinnenminister, im letzten Jahr aufgeführt hat in der GroKo. Ich erinnere nur daran, sag ich mal, an den sogenannten Masterplan, der letzten Juni, Juli diskutiert wurde. Einen Plan, den niemand kannte, von dem man heute übrigens auch nichts mehr hört. Damit hat er wirklich, war er ja schon beim Rücktritt, dann kam wieder der Rücktritt vom Rücktritt und so weiter. Insofern, und dann am Schluss, der Höhepunkt der Absurditäten war dann die Beförderung von Herrn Maaßen. Die ja, sag ich mal, also das war ja völlig daneben. Und das kam auch alles aus seinen Reihen. Und insofern würde ich immer sagen, einfach weniger, ja, weniger Brustgetrommel, weniger Gorillatum, sondern einfach mal so miteinander umgehen, auf Augenhöhe und sagen, da haben wir vielleicht eine Ausfahrt verpasst, da habt ihr eine verpasst. Finden wir wieder zusammen oder findet man nicht zusammen? Trotzdem hat man das Gefühl, dass gerade nach dem Nein zu Ursula von der Leyen wieder so ein neuer Tiefpunkt in der GroKo erreicht ist, Herr Ritter. Naja gut, das ist natürlich eine Auseinandersetzung gewesen, die durchaus einigen Staub in der Öffentlichkeit aufgewirbelt hat. Aber man muss sich auf der europäischen Ebene natürlich schon überlegen, wenn man mal Regeln festlegt und eine festgelegte Regel war das Spitzenkandidatenprinzip, dann kann man nicht so einfach hergehen und das nach parteipolitischer Opportunität von heute auf morgen wieder abschaffen. Und dass es da von Seiten der SPD massive Kritik gegeben hat, das sollte die Union tatsächlich nicht wundern. Sie hätten ja auch die Möglichkeit gehabt, nachdem sie bei ihren eigenen Leuten den Herrn Weber nicht durchsetzen konnten, auf den zweiten Spitzenkandidaten, der im Spiel war, nämlich den Sozialdemokratischen, da zurückzugreifen und da mal darüber zu reden, ob hier eine Mehrheit herzustellen ist im Parlament. Das wollten sie aber nicht. Also am Ende war es parteipolitisches Kalkül. Da ging es vor allem um das Innenleben auch der konservativen Gruppe im Europäischen Parlament. Und da muss es dann auch schon, ich glaube, da muss dann auch schon mal ganz klar Tacheles geredet werden in der Koalition. Naja, und der krasseste Verlierer der ganzen Geschichte ist Weber gewesen. Mhm. Und das hat mir, also das hat, glaube ich, fast jedem irgendwo auch leid getan. Der wurde einfach von seinen eigenen Leuten fallen gelassen. Und das war schon eine harte Vorgehensweise von den Konservativen. Frau Kuhn, wie lange hält es denn die SPD in der GroKo noch aus? Oder ist Weihnachten Schluss? Ja, wir haben ja 2017, 2018 eben bei den Koalitionsverhandlungen haben wir ja vereinbart, dass wir bei der Hälfte der Legislatur darüber sprechen. Und das haben wir auch jetzt vor. Wir werden Anfang Dezember darüber diskutieren. Wir bereiten jetzt gerade auf Bundesebene als Partei einen Diskussionsprozess vor, der Fragen beantworten muss, was haben wir erreicht gemeinsam? Was davon ist für uns wirklich befriedigend? Und wo waren aber Kompromisse, mit denen wir definitiv nicht leben können? Oder diese Fragen muss sich jedes SPD-Mitglied natürlich auch stellen. Insbesondere aber dann auch die Delegierten, die zu diesem Parteitag kommen. Und dann ist die Frage, was haben wir uns noch vorgenommen? Ist das überhaupt gemeinsam machbar? Und dann auch schon die Frage, wir haben als SPD unseren Mitgliedern ja versprochen, es gelingt uns zu profilieren in dieser großen Koalition. Und da hat die Europawahl übrigens auch für die CDU, CSU eine ganz eigene Sprache. Die Menschen haben der großen Koalition keine Mehrheit mehr gegeben. Also ich glaube, es ist nicht nur an der SPD darüber nachzudenken, wie sieht sie die große Koalition, sondern es auch an CDU, CSU. Und die haben das übrigens ja auch damals, das steht ja in dem Koalitionsvertrag, die müssen eigentlich auch mal einen klaren Blick drauf werfen. Ich würde mich an deren Stelle auch nicht zurücklehnen und sagen, ach, wir lassen das jetzt mal alles so weiterlaufen, sondern wir müssen ganz kritisch das betrachten. Sie suchen einen neuen Vorsitzenden, beziehungsweise zwei. Es drängt sich keiner auf, will keiner. Ja, sind ja noch 4 Wochen. Ich sag Ihnen, ab 25. August wird es echt spannend. Ja, es geistern ja schon einige Namen durch die Gegend, zum Beispiel Lars Klingbeil. Ja, ich sag mal,
viel Spekulation. Ich würde sagen, allen raten, auch in diesem Fall, ruhig durchatmen, zurücklehnen, weil die Entscheidung, sich zu bewerben für den Vorsitz einer Partei, einer so großen Partei auch wie SPD oder auch CDU, CSU, das muss sich sehr, sehr wohl überlegt werden. Also das heißt, wenn ich den Parteivorsitz übernehme, verändert das dein ganzes Leben. Ja? Du musst dich schon sehr stark auf Berlin konzentrieren. Und das ist nichts, was man einfach mal so locker macht, sondern diese Partei muss aus einem tiefen Tal herausgeführt werden. Und das ist auch übrigens eine Verantwortung, die bei der Partei liegt oder auch bei uns Menschen, auch medial, dass man nicht immer, wenn einer kommt, den so als Messias darstellt und sagt, boah, der nimmt jetzt die Zügel in die Hand und zieht den Karren aus dem Dreck, sondern das ist etwas, was wir gesellschaftlich mit Blick auf Politik und auch auf politisch Verantwortliche, inzwischen kriegen ja politisch Verantwortliche einen Gepäck, Steine und Gewichte in ihren Rucksack, die ja viele auch zu Boden drücken. Das kann gar nicht funktionieren. Ich glaube, wenn wir diese Demokratie, so wie wir sie haben, wenn wir die gut voranbringen müssen, dann müssen wir auch wirklich, sag ich mal, ruhiger miteinander umgehen, verantwortlicher und nicht immer so schnelllebig, wie wir das im Moment machen. Wen könnten Sie sich denn an der Spitze vorstellen? Jetzt hätten Sie gern Namen. Florian. Also, nachdem wir beschlossen haben, dass es Mitgliederentscheid wird, werde ich jetzt als Vorsitzender des größten Bezirks in Bayern nicht hergehen und den Leuten sagen, wen sie zu wählen haben und wen sie nicht zu wählen haben. Das entscheiden die Mitglieder. Ich persönlich finde sehr gut, dass wir uns entschlossen haben, mal über eine Doppelspitze zu diskutieren. Weil ich glaube, da hat die Natascha Kohnen recht, wir haben die letzten Jahre immer zu sehr auf den Messias gehofft und wir brauchen Teamlösungen. Wir brauchen nicht Leute, die oben stehen und alles überstrahlen und allen Erwartungen gerecht werden, das wird niemandem gelingen, ja? Sondern wir brauchen Teams, die zusammenarbeiten. Ob das jetzt an der Spitze der Partei ist, ob das in den Fraktionen ist, ob das auch in den Kommunen ist, wir brauchen tatsächlich eine verstärkt Teamlösungen. Und das, glaube ich, ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte für uns. Der Name Kevin Kühnert geistert ja auch immer. Ja, ich halte eine Menge von dem jungen Mann. Also ihm gelingt es wirklich, Themen anzustoßen. Das hat man ja jetzt gesehen in den letzten 1,5 Jahren. Ich habe ihn auch im Landtagswahlkampf mit Absicht 3-mal eingeladen, weil ich ihn einfach kennenlernen wollte über ein paar Tage hinweg. Wir waren dann auch 3 Tage zusammen. Ich erlebe ihn als sehr bedacht, sehr klug, also bemerkenswert. Und man wird sehen, wo er sich sieht. Aber ich glaube, der Name an sich wird eine Rolle spielen in Zukunft. Da bin ich mir sicher. Ich hoffe es auch. Jetzt mal angenommen, man sagt im Dezember, also für uns wäre es eigentlich das Beste, wenn wir dieses Bündnis beenden. Da steht ja eine Menge auf dem Spiel für die SPD. Also das halte ich tatsächlich jetzt für Theorie sozusagen, was dann kommen wird. Wir hatten ja eine ähnliche Debatte nach der Bundestagswahl 2017. Da war ja sozusagen, hieß es immer, es muss eine stabile Koalition sein. Aber inzwischen frage ich mich, was ist das denn? Ja? Damals wurde immer gesagt, nee, eine Minderheitsregierung geht auf gar keinen Fall. Ich behaupte, es geht alles Mögliche. Und damit für mich auch eine Perspektive für die Zukunft Rot-Rot-Grün zum Beispiel. Das muss ja auch nicht immer sein, dass man einen fixen Vertrag über alle Bereiche schließt. Sondern man kann doch auch mal sagen, wenn man sagt, wir drei können jetzt zum Beispiel ganz gut miteinander oder mit anderen Parteien, dass man einzelne Projekte vereinbart, sagt zum Beispiel eine Vermögenssteuer, die halte ich für dringend notwendig, dass man die hinbekommt. Dass wir zum Beispiel einen bundesweiten Mietenstopp tatsächlich machen oder eben die Erbschaftssteuer nochmal überarbeiten und. Und wenn man diese Projekte vereinbart und es gibt aber auch Dinge, wo man sich nicht einigt, dann kann man ja auch sagen, okay, wo wir uns nicht einigen, die muss das Parlament entscheiden. Das Parlament kann doch auch eine starke Verantwortung übernehmen. Ich glaube, dass wir als Demokratie in Deutschland und auch europaweit nicht mehr so sehr, aber es ist sehr deutsch, glaube ich, dass wir immer so festhalten und sagen, oh mein Gott, das muss alles super stabil sein und alles andere geht auf keinen Fall. Ich glaube, dass wir bei den Entwicklungen, bei den politischen uns verändern müssen. Ja, also wir müssen neue Regierungsformen auch durchaus wagen und die können auch gut funktionieren mit einer klaren Verantwortlichkeit. Wenn ich Politiker bin, habe ich eine Riesenverantwortung und die habe ich auch zu tragen. Wir haben mit den Sommerferien angefangen, jetzt hören wir auch mit den Sommerferien auf. Wie schalten Sie jetzt ab in diesen freien Wochen vom Politikalltag, Herr Ritter? Wandern, Bergsteigen. Wo? Schottland. In den Highlands. Diesmal, in den Highlands, genau. Diesmal, solange man da noch hin kann, ohne Visum. Kochen.
Das sind so, so schalte ich ab. Wissen Sie, was ich als erstes abschalte? Morgens. Also ich gucke einmal rein und dann schalte ich das Handy ab. Und das schalte ich auch nur abends noch einmal ein. Ja, das ist wirklich ganz wesentlich, weil das kann ja schon in Junkietum enden. Wenn du permanent, wenn du jetzt in der U-Bahn fährst oder auf der Straße gehst, laufen die Leute ja schon fast gegen die Laterne vor lauter Handy. Und für mich als Politikerin ist diese Erreichbarkeit, ja, die muss gegeben sein, aber es muss auch eine Auszeit geben, gerade in diesen Sommerferien. Und das mache ich mitten in den Bergen Italiens und weit weg vom Meer und einfach nur Ruhe genießen, ausschlafen. Lesen. Ich habe schon so einen Stapel Bücher. Welches Buch ganz aktuell? Noch ganz kurz. Die Geschichte der Bienen. Das ist ein Riesenschmöker, fantastisch geschrieben, nimmt einen aber auch ganz schön mit. Ich danke Ihnen sehr herzlich für das Gespräch. Danke, dass Sie heute da waren. Und Ihnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank fürs Einschalten und gute Unterhaltung mit dem weiteren Programm hier bei München TV.